Willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth. Wir müssen jetzt hier unten Cornwallis retten, der in dieser Shitshow gefangen ist. Ich hier ran. Okay. Gut, wir sind im Dunkeln, Warte. Wir machen erstmal den Squeaker. Okay. Eins. Und zwei. Bam. Oh, der eine ist gar nicht. Ist gar nicht gestunt, der da. Ach, wieder mit ihren Rattenkriegern. Was soll das jedes Mal? Aber da kenne ich einfach gar nichts. Ich zünd beide direkt an. So. Ratte ist schon geplatzt. Du gibst uns einmal. Nee, weißt du was? Du klatschst die Ratte noch weg. Du klatschst ihn weg. Und mit 165. Oh, ich blute noch nicht. Sehr gut. Und jetzt sind wir euch zwei direkt an. Bye bye. Ratte ist down. Er brennt. Wir ballen ihn einmal an und er müsste dann nach seinem Zug über 100 Feuerdamage bekommen. Und er heilt sich auf. Shit. Da ist er weg. Ach komm, wir haben ihn lange nicht mehr geschlagen. Bumm. Eins! Ist das ein Joke something? Logge. Logge. Thanks, kid. My drunk ass mom sent me to get more eggnog and I got lost. See ya. Ja, das ist natürlich der Schlaue hier, der Cornwallis. Das ist nicht der mit der Nuss im Kopf. So. Die Ratten kann ich hier aber nicht irgendwie looten dann, ne? Wir haben also jetzt hier alles erreicht und durchlaufen, ne? Hier unten ist nichts mehr bis auf den Emergency Exit und die Crab People. Und ich würde sagen, da gehen wir direkt als nächstes hin. Ja, jetzt muss ich nur wieder kurz... Ah ja, sehr gut, wir haben da ja eh Schilder, die uns führen. Es ist einmal hier lang, dann runter, dann war es rechts. Dann müssen wir wieder hoch, oder? Ja. Haben wir was verbraucht, zufällig? Nein. Dann müssen wir hier hoch. Nee. Ich glaube, der Trick war hier durch... Ja. Genau. Und jetzt gehen wir zu den Crab People. Ich frage mich, ob die jetzt... Ob die jetzt auch Feinde sind oder ob sie freundlich gesinnt sind. Ich meine, an sich waren sie, glaube ich, in der Folge waren sie ja dann nicht gar nicht so. Was? Einfach eine Fledermaus, okay. Bleib mal stehen, Fledermäuse. Na, shit. Ich konnte es hier nicht anstunnen. Your pain will be music to my ears. Ich habe eine ganze Familie. Whole family of Flitter Misers. Fliegende Gegner sind ja schon mal irgendwie nicht so, oder? Oh, gar nichts. Frost. Ja, dann hau ich trotzdem zuallererst mal das hier rein. Der Gegner ist wieder nicht getroffen. Ich verstehe das nicht, warum das dann nicht trifft. Drücke ich irgendwie... Also muss ich das besser treffen noch? Oder was ist da los? Na komm, wir ballern die weg. Ah, zu früh gedrückt. Das hat trotzdem gebollert. Ich fass es nicht. Guano? War das seine Kotattacke? I mean, come on. Oh, die regenerieren sich. Wie frech. How freaked is that denn? Halt, stopp. Irgendjemand war weak gegen... Ah, da hinten. Da komme ich so noch nicht dran. Aber gleich. So, wartet mal ganz kurz. Ah ne, alles gut. Gut. Back to the game. Und jetzt machen wir einfach nochmal hier auf den letzten einen kleinen Shardy. Oh. Matt Mäusel. Oh, 79 nur. Da muss Jimmy nochmal ran mit seinem Crossbow. Und bumm. Ja, das war's dann mal wieder komplett. Euglein sind zu hier beim Fight. Können wir... Ich glaube, die sind uns wohl gesonnen. Guck mal da oben. Irgendwie glaube ich, dass sie uns wohl gesonnen sind. Da drüben liegt... Ist irgendwas? Schön Pokémon? Kann ich hier sie einfach aufkloppen, oder...
Es wirkt so, als müsste ich es auffurzen, ne? So grün wie das hier ist. Aber mit einem harten, mit einem fetten. Das sieht. Oh yeah, try this one on for size. Okay, das ist einfach zu, da kommen wir jetzt erstmal nicht durch. Weiß nicht, wie wir das aufkriegen sollen. Es leuchtet halt grün, ne? Es wirkt dann schon so nach einer Magic Attack, also nach Schisserei. Aber ja, ich sehe hier auch keine Drohne oder Sonde vielmehr, um unsere Hintern-Sonde zu nutzen. Oh, hier bin ich gesehen. Mist, hier hat mich der erste erwischt. Hey, wir sind's. Oh. Okay. Oh shit, das greift mich gleich noch an. Okay, wenn ich die block, dann passt das. Oh! Die S46 direkt. Schade, dass ich mit dem Jimmy da nicht angreifen kann. So ein frecher Schlag. Die sind hier gegen nichts immun. Ich probiere das hiermit einfach durch. Ja, nur da hinten, die Mutti ist immun. Dann fackeln wir die vorderen zwei ab. Beziehungsweise geben einfach allen erstmal einen Stromstoß. 1, 2, 3. Ach, nicht. Ich dachte, vielleicht warte ich einfach bis zum dritten, aber er macht gar keine 3. Ja, das war jetzt dumm. Hat auch noch selbst reingefallen. Peinlich. An amazing feat of skill. So. Dann werden wir jetzt hier uns wieder aufbuffen und die anderen kaputt buffen. Debuffen. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she says that. Ich würde gern ganz viele Lieder von ihm hören, die genau so sind. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Und bam. Down, Alter, alle drei down. It's all in the Iguanua-Angriff. It's all in the timing. Ich hab zu früh weggedrückt, aber das war krass. Das war wirklich krass. Also wenn man das dann gut trifft und den passenden Gegner damit eben auch erwischt, dann ist er einfach weggenudelt. Der ist einfach fort. Was ist hier drüben noch versteckt? Ah, hier. Wow, okay, hier unten war noch. 2200. Da müssen wir natürlich schauen. Weak to Fire, das ist ja wie im Zauberland. Das hat schon mal ordentlich reingezwiebelt. Jetzt gibst du uns einfach wieder volle Pipi. So. Und jetzt schläfern wir die ein. Close your eyes, no more thinking about the troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. So. Und jetzt mache ich einfach nochmal Feuer hinterher. Und dann haben wir die praktisch schon im Gepäck. Look at! The look is mightier than the sword. Yeah. Das war ja ziemlich easy. Das war Jimbo, ne? Ja, Jimbo, nicht hier Dingens. Was ich wieder gesagt habe. Also wir erlernen scheinbar noch irgendeine kräftig deftige Kraft, um diesen fetten Stein dann auch zerstören zu können. Oh, können wir jetzt hier grundsätzlich runter? Ja, können wir, sehr schön. Also am Kino haben wir nochmal einen Ein- oder Ausgang zur Canalization. Jetzt habe ich ganz vergessen, was haben wir denn hier? Now that you know how to use the sneaky squeaky, sneak into the tuckable. Okay. Ja. Ja, das ist gerade die einzige Main Quest, die wir haben. Aber natürlich haben wir diese ganzen kleinen Sachen noch. Ah, wir können Mr. Hankey noch seine Kinder zurückbringen. Puh, welcher Weg ist denn da jetzt besser? Welcher ist denn jetzt schneller? Ich glaube nicht der da unten, sondern der andere, oder? Achso, wo sind wir denn? Jimmy, hast du irgendwo so eine Plattform mal geschwind? Ich meine Timmy? Ja gut, wir können einfach durchlaufen, das passt schon. Dann können wir nämlich wieder runtergehen. Da können wir runtergehen. I saw a kid who looks just like you, except he had a big ugly nose. Und noch geschwind die Kinder zurückgeben.
einfach mal durchhasseln. Wo ist eigentlich das Raumschiff runtergegangen? Also wo müssten wir da überhaupt hin? Achso, hier hinten bei der Mall. Ja, sehr wahrscheinlich bei der Mall. Also man sieht es ja auch, da hinten liegt es ja. So, hier ist jetzt gleich der Gang nach unten. Dann einmal das richtige Ding auswählen. Zack, da schon. Und dann sind wir eigentlich schon da, ne? Es ist ja, glaube ich, direkt hier unten links. Don't forget to bring it hell. Ja, ist ganz wichtig, Leute. Ja, nicht ganz, aber gut. Gleich müssen wir eigentlich da sein. Hier links war... Hier, das war dann hier längs, ja. Da sind sie, oh, wie schön. Howdy ho! Howdy ho! Finding my kids! Like the nice man nuggets! Thank you! Anytime you need my help, you just call on me! And I'll be there sure as a shit on Sunday! Howdy ho! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. And I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Ach, dann können wir die überhaupt nicht bei Bossen benutzen? Ich dachte, wir hätten die schon längst mal bei Bossen benutzt. Also jetzt grundsätzlich die Helferlein. Ach so. Ich weiß, dass wir jedes Mal zufällig halt kurz vor einem Boss aus Versehen den Fight für den Tag schon genutzt hatten und dann der dann halt einfach rum war. Aber so? So ist das natürlich jetzt eine freche Frechlichkeit, Leute. Bumm. Dann gucken wir jetzt gleich nochmal kurz in die, also auf Faserbook. Oh, ja, ganz kurz noch alles bestätigen hier. Und so weiter und so fort. Oh, 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 oh. Eine Broken Bottle, die man viermal schmeißen kann. Viermal 50 Damage. Leute, das ist ja heftig. Und sie bluten. Ich meine, klar, mehrere Enemies hintereinander ist schon auch geil, aber das konnten wir jetzt fast noch gar nicht nutzen. Wenn wir, komm, jetzt gib mal die Flasche. Oh, Rod of Waste. Hier haben wir halt die Sticker drauf gemacht, ne? Ich weiß nicht. Die können wir auch wieder abmachen, glaube ich. Die können wir auch wieder abmachen. Natürlich mache ich die. Mache ich die ab. Ja, klar. Wenn wir die Waffen hier benutzen. Ah, bei den Klamotten habe ich es vergessen. Ja gut, wir haben ja eh genug. Also wir haben davon genug. Penetrates 20. Oh. Oh, oh, oh. Hört sich auch gut an. Warum haben wir da nicht endlich langsamer abgegradet? Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube. Nein, das ist halt schon. Nee, wir machen jetzt hier komplett auf Penner. Wir gehen jetzt hier 100% auf Pennerigkeit. Können das noch modifizieren, dass wir die. Oh, Moment. Ich höre gerade mein BC Zoom vor sich hin. Seitdem ich ihn das letzte Mal aufgemacht habe, habe ich ihn irgendwie. Mal kurz. Habe ich ihn. Ist er jetzt weg? Ja, jetzt ist weg. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme überhaupt hört, aber ich habe es eben im Hintergrund leise gehört. Die Vibration, also irgendwas vibriert dann an etwas anderem, was sonst nicht sein soll, am Gehäuse. Und wenn ich es dann ein bisschen bewege, dann ist es direkt wieder weg. Wir machen hier Feuer drauf. Hör mal ein Feuer drauf. Feuer ist gut. Wir können die Sachen ja eh wieder runternehmen, was natürlich jetzt richtig geil ist. Also gerade für jemanden, der sowas gerne macht, kannst du ja die ganzen Patches auch mitnehmen. In vielen Spielen ist es ja so, dass so eine Verbesserung dann einfach weg ist, beziehungsweise eben an die Waffe gebunden. Wir nehmen noch Shock Damage dazu. Komm, wir nehmen noch Shock dazu. Ja, das machen wir so. Können wir das auch noch machen? Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? Regain. Ah, wir wurden ja schon lange nicht mehr geheilt. Gain 2 PP when you deal Frost Damage. When you deal Range Damage. Okay, das sieht man im Bild aber nicht, ne? Die sehen alle exakt gleich aus. Also ich erkenne nicht, was für ein Damage ich machen muss. Wenn ich, Oh! Ist ja krass. Wenn ich einfach nur drauf glotz. Nein! Nicht! Shit. Das hatte ich. Genau. Modifizieren wollte ich es doch. Ja, nice. Das ist ja richtig krass, dass wir das einfach zweimal haben. Wie kann man da so was Crikiges dabei haben, einfach? Das machen wir noch dazu. So. Sind wir perfekt ausgerichtet. Perfekt sind wir jetzt. Guck mal, wie ich mir aussehe.
Wie ein richtig krasser Krieger. So, oh, da ist ja richtig, richtig viel geschehen. Was? Ah, wohl nicht wirklich. Wir haben noch hier. Zimmer! Haben wir da noch stehen? Dann hier. I'm doing 3 shows a night at the Giggling Donkey Star next week. Here's a sample from my set. What is 2 crutches like being a bar? Give up. This guy! Wow! What a fantastic audience! Okay, okay, good. Jimmy, ich werde auf jeden Fall kommen. Freue mich drauf. Oh! I got a burning Stängel. Look at this. Dum, dum, bam, dum. Questerinis waren ja nach hinten. The best way to get to Canada is north. Okay. Wir gehen jetzt mal. Ja, wir gehen jetzt mal schön in die Mall. Beziehungsweise ins Community Center oder was ist es jetzt? Das ist die South Park Mall. Wo war ich letztens? Das war das Community Center, ja, tatsächlich. Ja, okay, alles gut. Hab's ein bisschen verwechselt. Ach, ich überlege gerade, ob ich einfach irgendwas wegschmeiße und diese Flasche dann aufnehme. Also, na, dass sie da nicht weiterhin rumliegt. Wir pacen voll durch. Mit unserem persönlichen Stab der Weisheit bewaffnet. Na, wir hätten ja auch fahren können, ne? Naja. Nee, nee. Jetzt sind wir gleich da. Da ist sogar die Wer. Ja, da kommt natürlich ein Taco Bell hin, ne? Das sieht man. Das ist bestimmt keine Vertuschung oder sowas ähnliches. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all Mark? Very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? Uff. Das ist jetzt ein, nicht nur ein little uff, das ist ein big uff. Guck mal. To get past the... Okay, ja. Habe ich jetzt eben Mark gelootet oder habe ich hier hinten das Geld aus der Tasche geklaut? Ich will ganz kurz... Waren wir hier dann... Ja, da sind wir schon lang gelaufen, natürlich. Okay, Achtung. Wir sprechen hier mal kurz so an. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Aber ich will doch in der Tarnung mal... Perhaps the smelly distraction is in order. Yeah, no problem. Then we just walk right by. I can do this easily. You should leave the comedy to me. Ja, will ich doch. Das will ich doch jetzt mal machen. Scuzzlebutt? Scuzzlebutt? Shit! Was ist mit Nicki Minaj? Ich habe eben nicht drauf geachtet, was sie sagen. Did I just fart? Or was I just thinking about farting? It sounded like a clown horn filled with prune juice. Und leider. Es ist einfach, es ist so einfach, das Spiel. Klar, natürlich. We can sneak or move them. Okay. I don't think this looks like a Taco Bell. Achso, bescheuert bin ich denn? You should leave the comedy to me. Did you fa- da schon hin? Did you fa- shit your pants? Kitty, die fa- fall die durch. Jetzt habe ich diese ultimativ geile Chance. Ist ja vielleicht ein bisschen Reststrom, wir gucken. That's odd. Ja, ist. Yes. It has functioned. Jetzt nicht selbst. Nein. Jetzt nicht selbst reinlaufen. Schon ist passiert. Oh. Lucky für Lucky vom Hockey. Da hätten wir ihn wohl auch einsperren können da drin. Aber dann hätten wir nicht unsere tollen Sachen bekommen. Stopp. Ich hab's genau gesehen, Leute. Hier ist so, wir müssen eh oben lang. Die Tür war abgeschlossen. Hab's eben gesehen.
Und da oben sieht man auch schon diesen wunderbaren Eingang hier. So, und rein mit uns. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread and we have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Yes, das klingt wirklich nach einer brillanten Idee. So. Oh. What the fuck? It's broken free! Ich habe deine Mutterman! Was? Ah! Schnell! Jetzt haben wir nicht mich. Surely my music is no match for a hero like you. Yeah. You're right, eh? I'm gonna waste you. Pretty harsh. Scheiße! Okay, das war jetzt natürlich extrem, was ich da getrieben habe. A week to holy. Gut, holy haben wir jetzt halt überhaupt nicht im Petto. Aber wir schläfern ihn einfach mal ein, dass er nicht so viel rum. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Boom. Wow, what a terrific audience. Good night, Dad. Set him up there. Knock him down. So, ja, und jetzt nochmal ganz kurz gucken. Also, er ist auch immun to Gross, Grossarini. Ich drücke ihm jetzt einfach das hier rein. Ach du Liebe! Ouch! Und jetzt. Wow. Das war krass. Jetzt ist er eh gestunt. Mein Unleben! Mhm. Das war's schon. Der hat schön für uns die Guards hier aus dem Weg geräumt. Die werden etwas schwerer geworden mit den Waffen, nehme ich an. Was für fette Wummen die dabei haben. Ja. Ich würde lieber aus einer gewissen Entfernung zerschießen. Oh. Okay. Kann ich hier dran klicken? Don't forget the recorder. Es ist wirklich wie eine sehr kluge Idee, ne? Hier einfach alles kaputt zu schlagen in so einer geheimen Basis. Das ist dann der Rekorder, nehmen wir mit. Man, this secret government base room sure is boring. You would think that a secret government base would have more cool stuff in it. Yeah, you're right. Yeah, you're right. Zum Beispiel ein Trin-Pokémon! Ich hab's nicht ganz im Takt geschafft. So, was haben wir denn da? Okay. Und ab! Ab mit uns! Komm mit, Jimmy! Sag bloß, das war's schon. Oh. They're Nazi Zombies. Are those Nazis? Alarm! I thought we were past this, America. Scheiße! Okay, jetzt. Waffe haben wir fallen lassen! Waffe fallen lassen! Nein! Stopp! Buddy! Okay. Oh, er schießt! Nö! Warum schießt der Sack? Okay, holy moly. Gut. Ich zünd einfach wieder welche an, einfach dass sie brennen. Das hat zwar vorhin nicht so viel Damage gemacht, aber die auch so viel. Oh, wo das geht. Hä? Was ist jetzt passiert? Warum bin ich denn umgefallen? Wo bin ich denn eben umgefallen? Ah, das geht aber nicht normalerweise, gell? Das lassen wir mal schön sein, du. Pfuipa. Und dann, ja, für den fetten Fight, Leute, auch wenn es euch vielleicht jetzt ein bisschen stört, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich es nicht zu hören. Das sind halt heftige Attacken von ihm.
I had a nice lance that she said. Set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Oh, jetzt bekommt ihr mal schön Damage. Ist der Rote vielleicht down? Nee, ist er nicht. Wow, what a terrific target. Ah, oh Mist, Alter, crossed out direkt. Ach du Liebe! Oh! Okay, der. Die müssen doch jetzt Feuerdamage bekommen. Na, also, es geht doch. Wir haben nicht mehr viel dicke Geschichten hier. Und die Ulti können wir auch nicht machen. Warte, stopp. Nee. Wir machen das ganz anders. Wir machen nochmal das hier. Das war ja vorhin auch sehr exzellent. Bumm. Ach. Jetzt werden die nochmal ein. Ah, ich kann sie nicht. Ich guck, dass wir uns so ein paar Dinger kaufen, ne? Hier so Wiederbelebungsgeschichten, weil. Sonst wird es jetzt eng. Und zwar das weg, okay? Deep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Wow, what a terrific audience. Beide pennen. Und mein wir können. Gott. Ah, er ist abgefackelt komplett. Jetzt würde ich ihn natürlich gerne auch nochmal mit Ding belegen. Hier mit der vollen. Ach, der hat noch 600. Der kann ruhig jede Runde Feuerschaden bekommen. So. Und auch gut Damage. Ja. Jetzt baller ich ihn einfach nur noch ab. Ach du Liebe! Schieß halt. Headshot. Er gibt einem Kind einen Headshot. Crazy. Okay. Scheiße! Was? Ich hab doch. Warum hab ich jetzt den Falschen geklickt? Ich bin schon wieder tot. Keine Ahnung, warum ich down bin. Wegen dem Zombie-Biss oder was? Habt ihr mich vergiftet? Leute, wenn ihr wisst, warum ich down gegangen bin, dann wird mich das auch sehr interessieren. Ich weiß es nämlich. Oh, die sind ja richtig heftig zugerichtet, die Leute. Oh, ist jetzt die ganze Stadt versammelt? Warum ist ein Helikopter? Also wir müssen jetzt zu Randy. Und Randy ist wahrscheinlich immer noch in der Hall, oder? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, hier ist die Mucke anders. Hier ist die wieder schöner, heller. Natürlich nach wie vor sehr Adventure-mäßig. Aber wir sind ja auch an Adventure. Jetzt bin ich kreuke. So, die Halle. Da gehen wir dann von hier drüben. Aber was war denn hier eben für eine Quest? Restoring the Balance. Das ist die Main-Quest, ne? Nee. Was ist denn das für eine Quest? What is this for a quest? Ach, Banner. Das ist das, was da stand, ne? Klar. Okay, ja. Das ist natürlich jetzt easy. Wir rennen durch, wir lösch. Und? Have you accepted Christ into your heart? Excuse you! Das ist meine Antwort darauf, Monsieur. Dann musst du jetzt halt klarkommen. Oha, alle hocken wieder beisammen. Hier, Randy. What's this? Oh no. It's a recording. Oh. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. You're going to just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Please, Reedy. Nice. I'll send it to you.
Oh, perfekt, perfekt, perfekt. PTA will call on you should we need you again. That's the last time Taco Bell fucked with PTA. Was? Just because I'm your friend now doesn't mean you get to screw around. Let's get up. You did very well today, young man. Nice. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age. You know, can we be free speak? All purchases go to support the PTA. Komm, ich kauf was. Nee, ich verkaufe erstmal ein bisschen Jink. Haben wir schon wieder so viel. Vorhin waren wir auf 150 runter oder 140 Dollar, ne? Sind wir wieder bei 211. Easy peasy, lemon squeezy. Martin Scorsese. Achso, zurückkaufen. Kann ich... Die Sache, ich kann die durch das ganze Spiel über zurückkaufen. Meistens ist es ja so, dass man was kurzzeitig zurückkaufen kann und dann, wenn etwas Zeit vergangen ist, nicht mehr. Consumables gönnen wir uns diesmal fett. Stopp. Ja, ich kaufe die ganze Zeit, ne? Ich bin in meinem Inventar und kaufe da rein, oder was? Nee, das ist deren Inventar, aber ich sehe halt, was ich habe. Ich will noch eine Mana-Potion, vielleicht können wir die mal öfter benutzen. Das war so ein bisschen die mit den Fürzen rumballern. Okay. Wir haben ein neues Upgrade, das available ist. Dann haben wir hier noch einen weiten Stonehammer. Was geht denn jetzt ab? Ne, bleiben wir jetzt mal hierbei, weil das ist schon krass. Also wir haben 50 und nochmal 25 noch mit oben drauf, ne? Ich meine, da kommen wir ja schon fast hier. Also sofern das zusammengerechnet wird, dann, ja gut, das ist aber immer noch dieser Bereich. Naja, wir bleiben mal da. Ist hier noch irgendwas, was ich nicht sehe, oder? Warum ist da oben eine Markierung? Oh, eine SWAT-Weste. Nee, aber Shield ist halt schon geil, ne? Shield ist schon sehr, sehr geil. Wir bleiben mal so. Wir haben 4 neue Freunde bekommen. Howdy ho! Don't forget that Christmas is right around the corner! I'm asking Santa for a new husband who doesn't get a cold limp when his wife talks shitty to him. Honey, we talked about this. He said some really sick things. Die ist schon wirklich krass. Also wenn ihr euch die Folgen mit ihr anschaut. Ist sie nur bei einer dabei? Nee, ich glaube, sie ist bei mehreren. Mir fällt aber gerade nur eine ein. Sie ist schon echt crank. At least I'm fucking trying. I'm the only one who tries to run here. Das ist eine richtige Blätig Kuh ist das. Eine ganz blätig Kuh. Da haben wir alles. Ja, wir haben alles. Sehr schön. Wir haben noch eine Ability. Jetzt gehen wir dann doch mal hier auf die nächste Geschichte, weil das halt schon krass ist. Und wir haben hier noch einen Perk, den wir ausgeben können. Your maximum health has increased. Ich glaube, das mache ich. Ich increase einfach unser maximum health, oder? Oder... Ja, komm, ich mach das. Dann machen wir mehr Damage, dann können wir ein bisschen mehr noch kloppen. Weil wir da halt mehr Damage machen und fertig ist es. Kann man hier irgendwas machen? Nee, das ist nur die Erklärung nochmal. Ja, läuft. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge. Ich habe jetzt, ich glaube, 4 Folgen aufgenommen am Stück. Das heißt, wir haben jetzt hier schön... Alter, guck mal, letztes Mal. Gespeichert, what the fuck? Na gut, ich gehe eben auf den ältesten Save. Es gab ja einige Zeit nichts. Also ich glaube, es hat jetzt 3 oder 4 Tage gedauert. Aber jetzt habe ich dafür auch eben wieder 4 oder 5 Folgen, die ich euch schön rauspfeffern kann. Dann macht's gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.